Willkommen zurück hier. Die Nachbarsbauern sind wieder am Start. Ja, und ich bin hier nach wie vor beim Andi. Der fährt da unten rum beim Sonnenblumenernten. Aber wir haben es fast geschafft, Andi. Wir sind wirklich, es geht schnell, schneller wie gedacht, glaube ich. Das, also, aber nur mit deiner Hilfe. Alleine wäre ich hier Monate. Ja, so ungefähr. Ja, und da ich hier nichts mehr zu tun habe bei mir, habe ich gedacht, dann helfen wir doch hier mal ein bisschen. Ja, cool. Gacki, ich würde mich, also ich hoffe, die Weißwurst haben geschmeckt. Die haben wir gerade in der Pause vertilgt. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so. Hat's gemundet, Gacki? Ja, war's gut? Sehr, sehr gut, sehr gut. Kann man gleich wieder weiterarbeiten. Ich hätte noch eine Belohnung für dich. Also ich meine, ich weiß, du pflügst nicht sehr gerne, aber ich würde mir jetzt dann gerne an 10,50 ausleihen. Hättest du Bock zu fahren? Gerne, gerne. Ich meine, ansonsten, ja, wenn du noch Zeit und Lust hast, um mir zu helfen, aber 10,50 fahren ist halt immer eine geile Geschichte. Oh, ja. Was? Ich war voll, ich bin so ein bisschen durch die Frucht gerade gedonnert. Andi kommt leise rüber. Gut, muss ich vielleicht mal ein bisschen lauter machen. Ich habe ihn eigentlich relativ laut hier auf dem Ohr schon. Dann drehen wir den mal ein bisschen lauter. Das ist ja kein Problem. Können Sie mich verstehen? Hier spricht ein Franke. So. Haben Sie mich jetzt ein bisschen lauter gedreht? Ja, jetzt bist du bei 4,5 dB plus. Der Wahnsinn. Jetzt brüllst du mir ins Ohr. Das ist schön, ein bisschen runterdrehen. Am Voice Meter, da kann man die Pegel halt separat einstellen, ne? Ja, gut. So was Modernes habe ich nicht. Oh, jetzt muss ich hier wieder den Berg hochkämpfen. Das geht doch zackig, oder? Also so schlimm ist der Berg halt nicht. Alter, das Feld ist ja wirklich gleich weg. Ja gut, noch lauter kann ich ihn jetzt aber nicht machen. Sonst hab ich hier wirklich Ohrenschmerzen nachher. Das kann man dem Gacki nicht zumuten, dass ihm seine Ohren später bluten wegen mir. Ja, und bei YouTube kann ich das nachher auch noch ein bisschen einpegeln, wenn ich das Ganze schneide. Dann sollte das auf jeden Fall passen. So. Ja, ich habe das letzte auch festgestellt in den Aufnahmen, dass mein Sound in den Aufnahmen irgendwie relativ leise war. Aber als ich es ausprobiert habe, war es eigentlich okay. Manchmal verstehe ich es nicht. Das ist ja, ich auch nicht. Wie gesagt, so wie das jetzt, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, mit meinen verschiedenen Profilen vom Mikrofon, dass ich im LS19 ganz leise war und sonst laut, was ich auch nicht kapiert habe. Aber wenn halt der Eingangspegel sich da verstellt, dann passiert sowas. Boah, gut, jetzt fährst du noch einmal runter, dann ist es fertig, oder? Ja, nee, das wird nicht ganz reichen. So viel kriege ich nicht mit einer Bahn. Aber dann fahre ich eben einmal hoch, einmal runter, dann kannst du ja deinen Drescher schon mal wegbringen. Das war so der Gedanken, den ich hatte, und dann gehe ich gleich mal zum Shop und bring dir mal oder organisier mal ein schönes Fahrzeug. Oh. Und wo müssen wir dann hin? Hier auf das Feld? Jo. Tust du vorher düngen? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich muss ich ja hier erstmal einen Stoppelsturz machen, ne? Rein theoretisch auch, ja. Ja, dann mach du doch den Stoppelsturz und ich tu dann direkt dahinter tiefen lockern.
Ja. Ich glaube, der Mulcher, der hat, was hat der für eine Arbeitsbreite? Boah, sag nicht mal. Aber das ist ja meiner, weil da kann ich ja gucken. Also der Tiefenlocker ist, glaube ich, breiter als der Mulcher. Meine Scheibenecken, wo haben wir? Ach, da ist der Mulcher. Ja, der hat 5,80 Meter. Ja, wie gesagt, also bei YouTube passt das eigentlich von der Lautstärke. Das ist irgendwie komisch. Weil er schon mir aufs Ohr hier brüllt jetzt. Ich habe ja im Teamspeak schon etwas höher geschraubt. Ja, Crazy das wird Shit. schon irgendwie passen. Ja, kriegen wir dann schon hin. So, ich bin auf Tim? der letzten Bahn. Ja, ich tucke mal durch die Ortschaft. Ja, gut, bis du beim Hof bist, dafür geht ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ich lasse dann das Schneidwerk einfach da liegen, dann kannst du das auch zurückgeben Ja. gleich. Aber noch nicht. Ja, ich bin noch auf dem Weg, alles gut. Das erinnert mich dann auch wieder an wieder die Matchmap. Irgendwie kommen die immer wieder hoch. Bist du am Dreschen und irgendjemand, damals ging das noch im 17er, ein Schneidwerk, das in Verwendung war, zu verkaufen oder Zack. zurückzusetzen, glaube ich, war das. Bist du am Dreschen, plötzlich ist dein Sting weg vorne. Ey, das war das Beste, was ich bis da erlebt habe. Auf der Matchmap haben wir schon viele lustige Sachen erlebt, ne? Das Ballenstapeln hat sich bei mir da so ins Hirn eingeprägt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das Bild noch irgendwo habe. Ich weiß, ich hatte das mal irgendwo, glaube ich, gespeichert, aber ich weiß nicht mehr wo. Oh, das weiß ich auch gar nicht mehr. Doch, ich glaube ich. Ach, keine Ahnung. Im Teleskoplader, ich glaube, fünf oder sechs Lagen hoch. Ja, das war eine Menge auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, das ist doch schon ein paar Jährchen her. Ja. Und witzigerweise war wirklich die Matchmap mein Einstieg in den LS Multiplayer. Okay, Davor habe ich immer nur Singleplayer gemacht. ich glaube ich auch, oder? Ja, da hatten wir uns ja kennengelernt, ne? Ja. Ja, bei mir war das so mit dem Dieter, mit dem ich dann später auch im Team so eine Zeit lang war, der war Zuschauer bei mir auf der NF Marsch. Und der hat dann immer gesagt, ja, Fat Action baut da was und ob ich nicht Lust hätte, bei diesem Match-Ding mitzumachen. Und so bin ich da hingekommen. Und dann habe ich eben dich kennengelernt, Chris LP und noch so ein paar andere Chaoten, mit von denen man ab und zu mal noch was hört. Ich weiß gar nicht mehr, wer mich damals angesprochen hat. Ich bin da auch so angeschubst worden, mehr oder weniger, aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Dann war ja der, genau, Bauer Matze. Ich glaube, der war es, oder? Ja. Das kann gut sein. Der macht ja auch viel. Und ja, hier Stefan Geier. Ja. Der wohnt übrigens bei mir um die Ecke, ne? Ja, stimmt, der wohnt auch irgendwo da unten. Das war ja die beste Aktion, die er da einmal gemacht hat. Da hat irgendeiner von ihm aus dem Team geheiratet. Da haben wir auf der NF Marsch einen Hochzeitskonvoi gemacht. Ja, da war ich. Warst du da auch dabei? Da war ich mit dabei. Ja, ich auch. So. Auf Ideen muss man kommen erstmal. Ja. Ja, das waren noch Zeiten. Möchte ich diesen Taktor für 367 kaufen? Nein. Nein. So, dann brauchen wir noch ein tiefengelockertes. Ja, 8 Meter, sagst du, ne? Oh. Ich glaube, den 3 Meter tiefen Lockerer hinter 1050 sieht ein bisschen komisch aus. Wo, wobei es.
Das erinnert mich an das Maishäckseln, was wir hatten. Da ist der Tiefen lockerer, schmaler wie der Traktor. Weil wir hatten wirklich, da habe ich noch den Fehler gemacht bei dem ersten offenen Multiplayer, dass ich jedem Farmmanager gegeben habe und die Leute haben sich die Sachen einfach wie wild gekauft. Da hat sich einer einen John Deere 9RX gekauft und den kleinen Brandner Drehschäbel dahinter. Das sah auch nicht gut aus. So, das Schneidwerk kann zurück, ne? Ja, ich bin schon fast wieder am Hof. Man mag es nicht glauben. Das Blöde ist, weil die Kamera ist da vor dem Teil des Bildschirms. Da muss ich mal außen rumglotzen, deswegen tanze ich hier. Ich muss mir jetzt endlich mal eine Webcam bestellen, so fix. Aber jetzt bin ich auf den Trichter gekommen, ich könnte mir vielleicht noch einen neuen Arbeitsspeicher bestellen und habe mir dann schon auf die Finger gehauen, weil ich ja mir den Monitor gekauft habe und die Festplatte. Ja, wie gesagt, Und ich würde ja auch gerne noch investieren, weil wie gesagt, 3.300 für den Rechner gerade. Ja, da muss ich auch ein bisschen langsamer machen, ab und zu mal. So, ich bin am Hof angekommen. Oh, da steht ein 1050. Cool. Kacki, wartest du noch kurz auf mich? Ich würde das Ding einmal gerne angucken. Ich koppel. Wo treffen wir uns? Am Feld. Am Feld? Ja, ich bin. Ja, okay, das können wir machen. Ich drück wieder und drück wieder die Q-Taste und nichts passiert. Nix. Soll ich dir die Tür aufmachen, Gacki? Hat schon funktioniert jetzt. So, Abflug. Mit rundum leuchten. Ich fahr mal da hinten rum. Oh, der glänzt ja, war hier neu hier. Ha. Fährst du am Hof vorbei, oder was? Ja. Ich sehe dich noch nicht. Oh, Kurve. Ich bin jetzt bei meiner Einfahrt. Wo bist du? Noch ein bisschen. Ich bin gerade an der Brücke vor meinem Hof. Ich beeile mich. Ja, ich stelle den Hänger einfach mal kurz hier ab. Machen wir mal die Plane zu. Den kippe ich dann Ja, du später aus. Ich. musst ja eh hier rüber den Mulcher holen, oder? Ja. Dann fahre ich bei mir auf den Hof, dann warte ich hier. Jetzt hätte ich fast noch den Hänger mit die Sonnenblumen umgeworfen. So, dann kann ich mal kurz nach meinen Eierchen gucken. Was? Ja. Oh, da sind Mit wir dem. wieder eine Palette fertig. Im Stream, Gacki, im Im Stream. Stream. Ich mache aber die Kamera kurz aus dafür. Alter Schweden. Was ist das für ein Riesending? Oh, putzig. Der sieht, ja. Ich kann aber auch die rundum leuchten, aber welche Taste war das? Die da? Die da? War das nicht die? Warte mal. So, dann kommen Sie mal ran. Ich koppel an für dich. Ich gebe dir auch ein bisschen Vorsprung. Hallo? Ah, jetzt Ja. geht man mit. Ja, ich habe aus Versehen das Mikrofonkabel ausgezogen. Ich wollte auch die Rundumleuchte anmachen. Ah, so. Falsche Taste, nicht getroffen. Ach so, ich soll zu dir hinfahren. Ja, Moment, alter Mann und so. Wo ist denn der Kaki? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, ich muss mir Hier, alles umdrehen. das blaue Ding, da musst du hin. Nicht zum Schwader. Ja, Ja. das sieht besser aus. Ah, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch 5 Meter. Stopp. So, Schläuche, alles dran, gut, Abfahrt. Vielen Dank. Jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Ich wollte sagen, ich gebe dir Vorsprung. Ich kann ja ein bisschen schneller fahren. Ja. Und ich muss ja eh warten, bis du 2 Bahnen gemacht hast. Kannst du schon mal eine Spritztour machen? Gib's mal im Dorf ein bisschen an. Guck dir mal meinen fetten Schlepper an, ne? Ladies, wie sieht's aus?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir mal Standgas. Standgas fährt auch schon 30, ne? Aber also kann das sein? Also irgendwie habe ich das Gefühl, als entweder der Verkehr aus ist oder irgendwie Ja, da was vorhin, rumballt. also vorhin ganz selten mal eins, ne? Also Ja, wie viel und Uhr haben jetzt wir? Ja, es ist 9.47 Uhr, Gacki. Weißt du? Ewig nichts mehr. Das wundert mich nämlich so ein bisschen. Ich muss mal gucken. Also ich habe ihn definitiv nicht ausgemacht. Ja, ich kann ihn, glaube ich, gar nicht ausschalten, oder? Nö. Hier. Verkehr ist an. Ich mache ihn mal aus und mache ihn mal wieder an. Und das ist Das das Einzige, was ein bisschen komisch ist. sehe ich ihn schon, wie er hinter mir im Spiegel immer größer wird. Ja gut, zum Glück sieht man in die LS-Spiegel nichts. Optimal. Ah, da fährt ein Auto. Ich habe eins gesehen. Das ist gut, aber wie gesagt, es kann wirklich sein, dass sich da was aufgehangen hat und jetzt durch das einmal an, einmal ausmachen, einmal aus, einmal an, so rum. So, dann würde ich sagen, fahre ich nach oben. Hä? Alter, das ist auch ein Auto. Ich wollte gerade sagen, was kommt da? Da ist ein Baum, okay. Wie fährst du jetzt? Ich fahre einmal. Ach so, da tut sich was. Jetzt habe ich gedacht, ich sehe nichts. Aber das sieht man halt echt kacke. Ja, dann fahr doch direkt mit VCA-Bahn. Kein Vorgewinde. Ja, aber dann fahre ich das Gas kaputt. Aber na gut, das wäre, glaube ich, auch nicht so wild. Ja, lass mich mal ein Vorgewinde kurz fahren. Na gut, dann lasse ich den mal hier stehen. Habe ich sonst noch irgendwas zu tun bei mir? Ich guck mal, was deine Paletten-Armada hier macht. Salat, ja, da habe Salat, ich Salat. nur Salat habe ich. Viel Salat. Wenn du ganz viel Langeweile hast, dann kannst du den Drescher vielleicht zum Mais kurz runterfahren, aber das musst du auch bloß übers Feld über. Drescher zum Mais. Wo ist da Mais? Unter dem Feld. Also einfach. Das gegenüberliegende Feld einfach drüber fahren und dann ziehst du da schon das Maisfeld. Also da unten, das kleine. Der noch nicht reif ist. Noch nicht? Nee, ist immer noch dunkelgrün. Echt? Wenn das die 34 ist, ja, ist ja. Dunkelgrün. Ach ja, so. Ist Mais. Aber ich fahre ihn trotzdem schon mal runter. Ist der Mais denn erst morgen reif? Das kann ja gar nicht sein, oder? November Mais ernten? Rein theoretisch nicht, warte mal. Doch, den kann man im November auch noch. Ja, Oktober, noch, November. Aber der müsste ja heute eigentlich schon. Er kommt drauf an, wenn er am zweiten Tag erst gesät worden ist, dann eben nicht. Oha. So, jetzt geht das wieder los. Du, ich. Ah, ich bin dran. Okay. Genau, du hast den Ich-Zettel hingelegt. Ja, gut. Ich hätte vielleicht nicht so lange rausgetappt bleiben sollen. Es kann sein, dass da 2 Meter Mais kaputt gefahren sind. Scheiße. Ja, egal. Weil wir nämlich schon wieder am Ende sind für heute, ihr lieben Leute. Ja, für YouTube Feierabend, Twitch denke ich mal zumindest noch eine Folge, vielleicht auch noch zwei. Mal gucken, wie wir Lust haben. Geht's weiter, sonst auf jeden Fall Däumchen da lassen bei mir, beim Franken Andi. Ja, 12 Uhr kommt die Folge auf YouTube. Dann würde ich sagen, macht's erstmal gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.